Wo nehmen Österreichs Unternehmen nur die Energie her? Die Energie stammt zu einem großen Teil von der OMV. Wir sind ja immerhin von Wels in die gesamte Welt gezogen und da war OMV ein ganz wesentlicher Partner. Mein Name ist Horst Felbermeier. Ich bin Geschäftsführer in der Felbermeier Holding und leite in dritter Generation das Unternehmen. Ich heiße Horst Felbermeier und leite mit meiner Familie und unseren führenden Mitarbeitern das Unternehmen seit 1966. Mein Vater hat das Unternehmen 1942 gegründet. Das war ein reiner Fuhrwerksbetrieb mit vier Fahrzeugen. Wir sind in derzeit 15 Ländern in Europa tätig, auf 62 Standorten. Philosophie unseres Unternehmens ist die Philosophie der drei Verkehrswege und unsere ca. 2700 Mitarbeiter sind spezialisiert auf zwei wesentliche Kernbereiche. Das eine ist Transport- und Hebetechnik, mit dem wir international agieren. Und der andere Bereich ist der Baubereich. Mit der OMV verbinden uns eine langjährige Partnerschaft, speziell im Transport- und Hebetechnikbereich, wo wir in Österreich, aber genauso im Ausland wie in Rumänien zum Beispiel sehr stark für die OMV tätig sein dürfen. Wir sind natürlich mit den Aufgaben der OMV, die die OMV gestellt hat, auch gewachsen. Also ich glaube, da ist schon ein gegenseitiges Vertrauen entstanden. Und es ist bei solchen Logistiken, wo es um so schwere Güter geht und wo ja sehr viele Gefahrenquellen sein können, dass man da ganz genau, punktgenau und auf die Sicherheit im Besonderen schaut. Und ich glaube, das haben wir bis jetzt sehr gut gemeistert. Wir schätzen an der OMV die Beständigkeit des Unternehmens. Es ist ein stetiger Wachstum, ähnlich wie bei Felbermeier. Es ist auch strategisch immer wieder eine Neuausrichtung erkennbar und die Produkte werden immer wieder verbessert und erweitert. Mehr bewegen, mehr Zukunft. Unser Slogan ist Kraft in Bewegung. Wir waren bisher schon sehr viel in Bewegung und wollen natürlich in Zukunft noch sehr viel gemeinsam mit der OMV bewegen.